Wien Ernst-Happel-Stadion. Trainingsstätte von Rapid Wien und deswegen seit kurzem auch die von Rapid-Co-Trainer Carsten Janka. Auch er hat Pokalgeschichte geschrieben. 6 Tore in einer Halbzeit. Keinem anderen gelang das. Ich habe letztens online gelesen, dass ich immer noch der Rekordtorschütze bin. Und ja, man nimmt es halt wahr. Diese Statistik kannte er also. Allerdings war ihm neu, dass er mit seinen 6 Toren 2004, 2005 auch Torschützenkönig im Pokal wurde. Das wusste ich nicht. Das ist neu. Das Jahr der 6 Tore war sein erstes in Kaiserslautern. Zuvor holte er schon 4 Meisterschaften, 2-mal den Pokal und 1-mal die Champions League. Klar, dass er viel wollte. Ich bin dann nach Lautern gekommen und hatte natürlich auch einen großen Anspruch. Die erste Halbzeit war ziemlich eng, haben wir sehr viele Chancen liegen lassen und auch nicht gleich getroffen. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir natürlich diesen hohen Sieg perfekt gemacht. Gegen den Viertligisten FC Schönberg stand es zur Pause nur 3:0 für die Roten Teufel, bis der FCK auftrete. Allen voran Carsten Janka. Und weil er der Rekordtorschütze ist, wird er im DFB-Pokal Walk of Fame für die Ewigkeit festgehalten. Ich finde es eine sehr coole Auszeichnung, wenn man das so sagen darf, noch im Fernsehen. Ich finde es echt cool. Das freut einen, dass man irgendwo was geleistet hat, auch in diesem DFB-Pokal. Und noch einmal, ich habe sehr gerne DFB-Pokal gespielt und besonders natürlich auch die Finals. Also ich war 3-mal im Finale in Berlin. Es war immer ein Riesenerlebnis für uns. 2-mal gewonnen, 1-mal verloren. Berlin ist immer eine Reise wert. Und beim diesjährigen Finale gibt es noch einen Grund mehr, zum Endspiel nach Berlin zu fahren. Denn rund um das Spiel am 1. Juni wird der DFB-Pokal Walk of Fame ausgestellt. Mit allen Helden und ihren Fußabdrücken. Die bekommen einen Ehrenplatz. Okay, so auch die von Carsten Janka. Dem Mann, der 6 Tore in einer Halbzeit erzielte.